Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier bei uns in der Zockerhöhle. Heute machen wir ein Let's Play Ermech Arena. Ist zwar schon ein bisschen älter das Spiel, aber ein, zwei Runden sind immer mal wieder ganz lustig. Und heute machen wir natürlich ein Solo-Spiel, ein Scharmützel. Und zwar einer gegen drei. Ansonsten ist es ja langweilig. Genau, ich entscheide mich hier eigentlich immer für diesen. Und kann euch auch gerne mal zeigen, was ich alles so dabei habe. Ja, eine kleine Bodeneinheit, eine Heilungseinheit, Minen, drei Panzer, ein Generator. Ah, stimmt, ganz wichtig. Den muss ich austauschen mit einem Moneymaker, weil wenn man die platziert, bekommt man mehr Credits und kann ja somit mehr Einheiten bauen. Den Generator braucht man nur, wenn man zum Beispiel mit einem Freund spielt, dann baut einer den Moneymaker und der andere die Generatoren, weil ja, wenn man Generatoren gebaut hat, kann man einfach am Ende mehr Einheiten bauen. Deswegen ist er am Ende ja doch sehr hilfreich. So, ich bin bereit und es geht einfach mal los. Ich bin mal gespannt, ich habe das auch ewig nicht mehr gespielt. Am Anfang brauche ich erstmal ein paar Moneymaker, muss natürlich hier links oben XP Boost für meinen, ja, für meine Maschine, für mein Flugzeug bauen. Ich brauche aber noch mal ein paar Moneymaker, weil wenn die fehlen, habe ich irgendwann kein Einkommen und kann mich auch nicht mehr verteidigen. So, jetzt brauche ich aber gleich noch mal ja, ein Panzer und werde auch direkt versuchen, hier die erste Base einzunehmen. Ja, problematisch ist natürlich, dass ich jetzt hier gegen drei kämpfe. So, ich versuche mir erstmal hier eine Base zu holen, damit ich mein Einkommen ein bisschen aufstocken kann. Das ist gar nicht so verkehrt am Anfang. Ah, hier unten werde ich angegriffen, deswegen muss ich hier auch einmal schnell hin und verteidigen. Ah, ich habe ihn nicht mehr gekriegt. Okay, die Panzer muss ich jetzt erstmal hier lassen, weil... Ah, alles klar, er will sich mir die wegschnappen. Ah, okay, er hat sogar geschafft. Ja, er muss nebenbei natürlich schon mal ein paar Einheiten bauen. Ja, die muss ich jetzt verteidigen. Genau, kann leider nur zwei gleichzeitig von denen tragen, aber ist sonst auch erstmal nicht schlimm. Genau, jetzt habe ich die Base schon wieder. Ich werde hier einfach mal eine kleine Armee aufbauen, damit die nicht gleich wieder sterben. Eine Heilungseinheit dazu setzen. Ja, und dann natürlich hier nochmal Moneymaker hinstellen. Ganz wichtig. Genau, kann hier leider nur einen packen. Aber das wird auch erstmal reichen. Genau, ich muss hier oben jetzt die auf jeden Fall noch einnehmen. Um mein Einkommen mal aufzubessern. Nebenbei muss ich mich selbst natürlich auch nochmal ein bisschen upgraden. Sehr gut, habe ich eingenommen. Hier jetzt auch noch mal schnell Moneymaker bauen. Ups. Genau, wenn ich die
wenn ich die Fahrzeuge über meine Base fliege, dann werden die auch automatisch wieder aufgeladen. Also haben dann oder regenerieren sich. Jetzt brauche ich auch nochmal eine Heilungseinheit. Genau, nochmal ein Geschützturm, damit ich auch Flugeinheiten angreifen kann, damit ich die drei Gegner auch abwehren kann. Habe allerdings auch kein großes bzw. Rieseneinkommen momentan. Ja, okay, da oben ist er. Den werde ich auf jeden Fall schon mal rausnehmen, weil der mich sonst nervt. Oh. Oh. Oh, jetzt kommt ja doch schon eine kleine Masse an Einheiten. Da muss ich mal eben mitverteidigen. Sonst rushen die hier einfach durch. Oh, fast tot. Muss auf jeden Fall mal neue Einheiten bauen. Ah, eine Heilungseinheit war zu wenig, sehe ich gerade. Ah, okay. Hier hinten stehen die auch noch und schießen. Gut. Ah, alles klar. Die werde ich einmal heilen müssen. Ja, und ich habe es noch nicht geschafft, hier einen von denen mal zu erledigen. Ah, jetzt. Jetzt habe ich's. Ich wollte gerade sagen, das wäre schon echt traurig. Aber gut, gegen drei muss man auch erstmal ja ein bisschen verteidigen, bis man so ein paar ja, Stationen eingenommen hat. Um auch erstmal das gewisse Einkommen zu haben, um da gegen drei ja wirklich spielen zu können und da auch was verteidigen zu können. Hier kommt auch schon wieder jede Menge diese Artillerie Stationen sind auch immer sehr nervig. Ich werde auf jeden Fall noch mal eine Ratchet bauen zum Heilen. Weil da kommen so einiges an. Da muss ich hier auf jeden Fall noch schnell hinschenken. Perfekt, den haben wir rausgenommen und jetzt wow, hier einfach mal reinhalten. Weil die haben natürlich deutlich mehr Kohle zur Verfügung. Perfekt, ich kann schon Goliath bauen. Ich darf das jetzt hier nicht verlieren. Ah, okay. Einnehmen werden sie es nicht, aber es war jetzt trotzdem ärgerlich. Vom Level her gegen die anderen Roboter führe ich. Allerdings noch nicht so, dass ich sagen würde, das läuft. Ja. Jetzt habe ich keine Energie und muss tatsächlich einmal ganz rüber fliegen, weil mein Treibstoff leer ist. Sehr ärgerlich, weil die mir die Base gerade weggenommen hatten. Kann auch nichts bauen, weil mein ja, Einheitenlimit bereits erreicht ist. Das heißt, ja, ich werde einfach mal auf beiden Seiten angreifen. Und gucken, ob sie das abwehren können. Ja, den habe ich zerstört. Genau, hier werde ich auch losfahren und nebenbei schon mal ein paar Goliaths bauen. Und dann natürlich auch schon selbst mit angreifen. Weil dann geht das alles natürlich ein bisschen schneller. Oh. Oh. Da war ich jetzt aber ein bisschen zu voreilig, würde ich mal sagen. Und besonders ärgerlich, ich habe jetzt auch wieder keine. Ah, okay. Das gefällt mir nicht. Jetzt muss ich ganz woanders hin. Kann leider beim Angriff nicht mithelfen. Ich weiß nicht, warum sie sich nicht bewegen. Auf jeden Fall nicht so praktisch. Aber die Base habe ich eingenommen.
Ah ne, so, die werden erstmal alle angehalten. Die sollen erstmal verteidigen. Ich werde dann nochmal einen Goliath dazustellen. Und ganz wichtig, nochmal zwei Ratchets. Shit, ich habe hier oben die Base verloren. Hier habe ich einfach nicht genug aufgepasst. Gut, dafür habe ich die andere eingenommen. Ja, nebenbei einfach immer mal ein bisschen upgraden, seine eigene Einheit. Das ist ganz wichtig. Ist auch eine große Rolle. Genau, die soll auf jeden Fall sich erstmal nicht bewegen. Erstmal alle heilen. Perfekt. Unten die Base habe ich auch schon wieder eingenommen. Also oben meine ich. Den kriege ich. Nee, leider nicht, aber macht nichts. Sehr gut. Goliath ist fertig. Ich weiß gar nicht, kann ich schon Zerstörer kann ich auch schon bauen. Werde ich einfach mal machen, weil sobald man die hat, ist eigentlich schon echt das Spiel gelaufen. Okay, ich werde mich jetzt oben bei denen vor deren Base einfach mal direkt aufbauen, wie es gerade macht. Und werde auch einfach mal gleich in Angriff übergehen, sobald mein Zerstörer fertig ist. Oh, was macht er da? Ah, der entkommt mir jetzt nicht. Ah, doch, ärgerlich, ja. Normalerweise spiele ich immer einen etwas schnelleren. Von daher, jetzt werde ich auch noch angegriffen. Okay. Ja, da hat er es nicht geschafft gegen meine Armee. Aber, okay, jetzt muss ich wieder zurück. Hab die Base hier auch verloren. Aber, das sollte kein Problem sein, weil, ja, eigentlich sollte meine Armee das erstmal schaffen. Ich werde ja jetzt auch einfach mal helfen, ein bisschen Unterstützung geben. Bin jetzt hier übrigens schon in der Hauptbase vom Gegner. Das heißt, wirklich schon sehr weit fortgeschritten. Okay, und kann jetzt hier aber gerade nichts mehr machen, weil ich einmal zurückfliegen muss. Ärgerlich, aber da sie sich jetzt hier um die Base nicht mehr kümmern können, werde ich die wahrscheinlich gleich mit meinen kleinen Minions, Bodentruppen automatisch wieder einnehmen. Ich kann noch nichts bauen, weil ich immer noch am Cap bin. Ich kann hier mal ein bisschen nachhelfen, dann will ich die auch wieder einnehmen. Dann kann ich mehr Einheiten bauen und ja, kann mehr Einheiten. Ja, und ich habe gewonnen. Perfekt. Meine Panzerarmee hat es schon ganz alleine gelöst. Können uns hier noch einmal die Statistik ansehen. Keiner ist immer gestorben. Perfekt. Ja, das Spiel ist wirklich mal sehr lustig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, vielleicht auch einmal den Survival-Modus, dann schreibt mir das gerne in die Comments. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt. Die Zockerhöhle ist wieder da. Ciao!